Yeah, several suspects have been taken into custody after a series of crime. When they arrived, they found five people shot. Investigators say that this is one of the four suspects. Versuchte Morde, schwerste Körperverletzungen und bandenmäßiger Diebstahl. Die Weimarer Rocker mit ihren aus Westdeutschland stammenden Anführern ließen kaum einen Paragraphen des Strafgesetzbuches aus. Insgesamt bekamen sie 74 Jahre Knast aufgebrummt. Was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 26 Minuten Besuchszeit. Wir sind heute nochmal hier für den zweiten Teil mit Jannis. Jannis, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich. Wie bereits angekündigt, haben wir ein Gewinnspiel. Und zwar hat uns Jannis zwei seiner Bücher zur Verfügung gestellt, die wir am Ende dieser Folge hier verlosen werden. Oder zu dieser Folge verlosen werden. Was ihr dafür machen müsst, ist einmal ihm folgen, Name eingeblendet, einmal uns folgen und kurz eine Story machen, wie ihr diese Folge schaut, uns beide drauf verlinken. Damit nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und könnt somit jeweils eins, zwei insgesamt von diesen Büchern gewinnen. Wir sind stehen geblieben bei deiner Verhaftung 2010, die auch medienwirksam groß Welle geschlagen hat. Ich würde direkt dort einsteigen, ohne groß vor drumherum zu reden. Wenn du bereit bist, würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Okay. So, erzähl uns nochmal, wie kam es denn dazu? Also einer, der mal bei mir Vizepräsident war, der Nemo, im Buch heißt er Nemo, in Wirklichkeit heißt er anders, wurde verhaftet wegen einer Messerstecherei, die er angeblich begangen haben soll, mit meinem Bruder Rafi zusammen und mit noch zwei weitere. Die sind jetzt aber nicht so wichtig. Ja. Auf jeden Fall sind die dann in U-Haft gekommen. Der kleine Nemo hier, der ist total zusammengebrochen unter dem Druck des DDR-Gefängnisses, hat sich vollpumpt mit Antidepressiva, hat den Druck einfach nicht ausgehalten oder hat dann gemeint, er müsste sich verbummeln ins Zeugenschutzprogramm mit der Argumentation bzw. mit der Begründung, ich hätte seine Frau gezwungen, der Prostitution nachzugehen, hätte ihm sein Motorrad weggenommen und hättet ihm kein Geld mehr überwiesen. Ich muss dazu sagen, bei uns hat jeder Member, jeder Prospekt, egal wer auch immer diese rot-gelbe Farbe auf dem Rücken gehabt hat, 150 Euro jeden Monat überwiesen bekommen. Dafür gibt es natürlich Kontoauszüge, der hat sein Geld bis zum letzten Tag bekommen. Das Motorrad wurde von den Bullen abgeholt in seinem Auftrag und seine Frau hat auch nie ausgesagt gegen uns, nie, weder gegen mich. Also die hat im Gegenteil bestätigt, dass das nicht der Fall war, oder? Das heißt, diese Begründung war erstunken und erlogen. Erstunken und oder? Aber mit dem Ding hat er sich ins Zeugenschutzprogramm verbummelt, oder? Und was hat er da ausgepackt im Endeffekt? Der Janis hat das gemacht, der Janis hat den gestochen, der hat den gestochen, der wollte den umlegen. Der hat das in Auftrag gegeben, den Mordauftrag, der hat einfach alles. Der hat das Lebensgeständnis. Richtig, und der hat sogar Sache erzählt. Also es war so, dass die Bulle mich ja unbedingt im Knast haben wollte, auch der Staatsanwalt natürlich. Aber selbst die Bulle haben ihn gefragt irgendwann mal, oder? Sag mal ganz kurz, wenn man dich hier hört, dann war ja alles der Janis. Dann hat er gesagt, ich weiß, wie unglaublich sich das anhört, aber das ist die Wahrheit, der Typ ist total gemeingefährlich, oder? So war, so ist es abgelaufen, ganz ehrlich. Ja. Also hat wirklich, der hat sogar Sache erzählt, von Geschichte erzählt, die ich gemacht habe, bevor ich überhaupt jemals im Club war. Die war niemals angeklagt. Also es hat kein Schwein interessiert, selbst ein Richter hätte. Ne? Also er hat von frühester Kindheit von mir schon Sache solche Geschichte erzählt, was ich für ein Schwerverbrecher wäre und alles. Wie war das für dich dann in dem Moment, wo dir bewusst worden ist, dass ein Bruder über dich so ausgepackt hat, einer deiner oder jahrelang einer deiner engsten Vertrauten? Da muss ich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war er schon gar nicht mehr mein Bruder, weil in der Zeitung wurde zwar immer getitelt, Vizepräsident packt aus, das hat ja gar nicht der Wahrheit entsprochen. Die Wahrheit war, dass ich ihn im Dezember, beziehungsweise im Januar, Mitte, Ende Januar, habe ich ihn aus dem Club komplett rausgeschmissen, weil er mit uns eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollte. Er wollte nur noch seine Frau sehen. Dann habe ich gesagt, dann soll sie sich um dich kümmern, soll sie dich finanziell unterstützen. Von uns gibt es dann gar nichts mehr. Dann habe ich ihn rausgeschmissen und im März ist er dann, also
Zwei Monate später ist er dann ins Zeugenschutzprogramm und aus ich nehme mal an, dass es Rache war, nichts anderes, oder? Und deswegen hat er dann ausgepackt, volles Ballett. Und wie gesagt, er hat den Druck einfach im Knast in Stand gehalten, hat sich ja vollpumpt mit Antidepressiva und lauter so eine Scheiße, oder? Der wollte halt einfach da raus, oder? Das Mama-Söhnchen, so war's. Das war der Grund für ihn, oder? Hast du damit gerechnet? Also bist du irgendwie davon ausgegangen? Ja, ganz klar, ja. Du hast ja wahrscheinlich, mitbekommen, dass er verhaftet worden ist. Also, ja klar, logisch, wir haben ihn ja unterstützt. Er hat, wie gesagt, er hat ja finanziell jeden Monat von uns die 150 Euro auch bekommen. Auch noch, als er dann im Februar und März, wo er nicht mehr im Club war. Nein, da natürlich dann nicht mehr. Aber ich meine, du hast ja da mitbekommen, dass er im März verhaftet worden ist wahrscheinlich. Nein, nein, er wurde ja schon vorher verhaftet. Er wurde verhaftet im Februar, am 10. Februar 2009. Und der Prozess hat ja begonnen am 11. Januar 2010. Also er saß genau ein Jahr, ein Monat und zwei Wochen und dann ist er ins Zeugenschutzprogramm gegangen, oder? Aber dass er diesen Schritt geht, damit habe ich schon gerechnet, weil er hat uns auch nicht mehr gegrüßt an der Gerichtsverhandlung, nichts, oder? Der hat uns einfach nur noch ignoriert, ist dann in den Prozess reingelaufen mit riesen Aktenordner und alles mögliche und mit uns hat er nichts mehr zu tun gehabt, oder? Mhm. Da war mir schon bewusst, dass da irgendwas kommt, oder? Aber so hast du davon erfahren? Im Endeffekt. Erfahre habe ich davon, dass er denn, der war ja mit uns noch auf der Anklagebank, wir waren ja sechs Angeklagte und am 25. war er dann auf einmal nicht mehr da, 25. März und dann rief mich mein Anwalt an und hat gesagt, also nach dem Prozess, ich war ja selber noch frei, gegen mich hatte die ja eigentlich gar nichts in der Hand. Also nicht wirklich viel, oder? Also meine Anwältin hat gesagt, im schlimmsten Fall kriegst du hier 2-3 Jahre Haft, mehr nicht, mehr geht da bei dir gar nicht, oder? Mhm. Und dann hat der angefangen, dann hat mich mein Anwalt angerufen am 26. März, so um die Zeit muss es gewesen sein, also einen Tag später, und hat gesagt, du, der Mebusch ins Zeugenschutzprogramm. Und dann war mir klar, mich wohl jetzt unbedingt habe, jetzt habe sie jemand, der irgendwelche Scheiße über mich erzählt, also werdet sie mich auch abholen irgendwann, oder früher oder später. Und so kam es ja dann auch? So kam es dann auch, ja. Kannst du uns erzählen, wie das war für dich? Also es war dann so, dass mir war jeden Montag und Dienstag in Erfurt vor Gericht. Und irgendwann am 6. Mai morgens, weiß nicht mehr, 6:30. Das heißt, du warst während der ganzen Gerichtsverhandlung? War frei. Ich war frei. Ich habe sogar 12 Jahre Haft angeboten für meinen Bruder, dass der keine SV kriegt, weil dann habe die angefangen rumzujonglieren mit Zahlen. Beim Rafi war es 14 Jahre plus 3 Monate, also 14 Jahre, 3 Monate plus Sicherheitsverwahrung. Da habe ich gesagt, das geht auf gar keinen Fall, das kann man nicht zulassen, oder? Dann habe ich ein Angebot gemacht an meine Anwälte, habe gesagt, ich soll dem Staatsanwalt einen Deal anbieten, der lautete wie folgt, ich nehme 12 Jahre Haft auf mich, er nimmt 12 Jahre und dafür darf er aber keine Sicherheitsverwahrung kriegen. Dann habe meine Anwälte stets und ständig gesagt, willst du das wirklich machen, willst du das wirklich machen? Ich sage, ja klar, mache ich das auf jeden Fall, das ist mein Bruder. Und dann habe die gesagt, das ist aber nicht möglich, weil der Staatsanwalt hätte ja dann die Straftat bringen müssen für diese 12 Jahre. Mhm. Und das wäre ja ein Revisionsgrund gewesen, weil es die Straftat ja gar nicht gegeben hätte. Ja, irgendwann morgens am 6. Mai dann auf jeden Fall klingelt bei mir das Telefon. Ich muss dazu sagen, mein Haus war komplett videoüberwacht, ringsrum an alle 4 Wände. Klingelt das Telefon, weiß nicht mehr, 6:30, dann war ein Bulle dran und sagt zu mir, Janis, pass auf, wir haben einen Haftbefehl, habe ich sofort reingesagt, ey, ja, pass auf, ihr braucht hier reinrennen und schießen oder sonst irgendwas, wie ihr es schon mal gemacht habt. Aber das wird detailliert in meinem Buch beschrieben, das mit der Schießerei, wo sie vor allem meiner Brüder geschossen sind, auf der Raffi. Und dann auf jeden Fall habe ich gesagt, alles klar, ihr braucht hier reinrennen und schießen, ich ziehe mich an und komme selber runter. Dann habe die zu mir gesagt, aber pass auf, ruf niemand mehr an, komm einfach freiwillig raus, dann kommen wir mit rein. Habe ich gesagt, okay, alles klar, habe sofort meinen riesen Fernseher gemacht, habe die gesehen auf meinem ganzen Grundstück, das ganze MEK schon da gestanden, die maskierte Bulle, oder? Habe gedacht, scheiße, hier kann ich nichts mehr machen. Habe aber sofort meine Frau angerufen, habe sofort meinen Anwalt natürlich angerufen, habe zwei meiner Brüder angerufen vom Club, dass die sofort kommen und sich um meine Kinder kümmern, also sprich meine Hunde. Die wollte ich auch nicht alleine zurücklassen. Mhm. Bin dann mit dem freien Oberkörper runter, mit der G-Star-Hose, werde ich nie vergessen, das war geil, mit Badelatsche. Dann sind die Bullen bei mir, ich muss dazu sagen, mein Haus lief ab wie folgt, da war ein circa 4 Meter breites Tor mit so fette Holztüre, habe ich Stahlplatte da hinten reinmachen lassen. Und du konntest bei mir ins Haus nur durch die Garage ins Wohnhaus rein. Also da war dann nochmal eine separate Stahltür. Mhm. Auf jeden Fall stand ich da, bin ich raus, habe ich gleich ein paar Kanonen hier so auf mich zielt gehabt, oder? Dann habe ich zu dem, wo haben wir die Bulle, wirklich der Bulle hat zittert und hat mir die Handschelle so hinkommen und hat gesagt, ey, wir müssen dir jetzt die Handschelle anlegen. Habe ich gesagt, Moment mal ganz kurz, jetzt muss ich erst mal eine Rauche geben und eine Zigarette. Ich wollte natürlich Zeit schinden, oder? Ich wollte erwarten, bis irgendjemand kommt, der sich um meine Tiere denn kümmert, bevor ich jetzt hier weg bin, verstehst du? Mhm. Dann habe ich eine Zigarette geraucht in aller Gemütlichkeit, oder? Da sind 3 Kripo-Beamte um mich gestanden und die andere war ja komplett schon auf dem Grundstück verteilt. Die waren schon im Grundstück drinnen bei mir, oder? Dann habe ich gedacht, scheiße, da kommt keiner, oder? Wo sind die jetzt, oder?
Aber er hat gesagt, jetzt war ich fertig mit Rauchen, habe ich gesagt, er hat gesagt, jetzt muss ich dir die Handschellen anlegen. Wieder so zittert, habe ich gesagt, nee, warte mal, ich will nur eine rauchen. Hat er mir wieder eine Zigarette gegeben? Kein Scherz. Dann auf jeden Fall kam dann der erste Prospekt zu mir rein, oder? Und dann war ich beruhigt. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir aber mit dir, habe ich gesagt, ja, pass auf, ich muss ja schon meine Tasche holen drinnen. Dann hat er gesagt, ja, wir müssen aber rein. Und ich muss dazu sagen, egal wo ich gewohnt habe, ich habe überall hellgraue Fahrwerkteppich drinnen verlegt. Mhm. Da durfte ich also nicht mit Schuh rein. Dann bin ich rein, habe meine Badelatsche ausgezogen und dann wollte die Bulle so reinlaufen. Ich habe gesagt, Moment mal, ihr zieht hier eure Schuhe aus. Dann haben die tatsächlich ihre Schuhe ausgezogen. Dann haben die gesagt, sind sie mit hoch, gell? Kein Dings dabei gehabt, kein Hund, nichts. Weil später wurde ja auch behauptet, ich hätte Bandido Crystal verkauft, wöchentlich 8.000 Euro damit verdient. Das hat ja überhaupt nicht gestimmt. Mhm. Aber dann habe ich mich gefragt, wenn ihr doch denkt, dass ich mit Drogen zu tun habe, wieso habt ihr keinen Hund und keine Haustagsführung und nichts ist da gelaufen? Es ging nur darum, mit mir ins Schlafzimmer bzw. in den begehbaren Kleiderschrank zu gehen, meine Tasche, die war ja schon gepackt, mitzunehmen und dann bin ich gegangen und fertig oder so war's. So lief meine Verhaftung ab. Oder dann bin ich haben sie mich nach Gera in den Knast gefahren, ja genau, in Untersuchungshaft, oder? Aber da war dir noch nicht, also doch da war dir klar, dass gegen dich ausgepackt wurde. Ja klar, achso, stopp, genau, Entschuldigung. Von dem Moment an, wo das Memo, der Trottel ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist, oder, habe mir jeden Tag, also jeden Gerichtstag, jeden Montag und Dienstag wöchentlich die Aussage von dem Wichser da hingelegt kriegt, verstehst du? Von der Fotze, oder? Kein Scherz. Und da stand natürlich alles drin, einmal so schwarz und weiß gewesen. Da war es ja dann klar, oder? Ja. Früher oder später kommen die auf jeden Fall vorbei, oder? Das heißt, in Freiheit hast du noch davon gelesen, so. Das ob ich was? Du warst noch draußen. Als Ich war noch in Freiheit, ja. Wieso bist du dann nicht einfach abgehauen oder so? Weil das ist mein Ding, ist, oder? Wenn ja, ich Scheiße baue, oder, dann stehe ich da dazu, ganz einfach, oder? Ja. Das war noch nie mein Ding, oder? Hier einfach Flucht zu ergreifen oder so ein Quatsch, oder? Also du musst mir überlegen, diese 12 Jahre, was ich angeboten habe, die habe ich ja angeboten, während ich selber noch in Freiheit war und bin heute abgehauen. Also warum sollte ich denn abhauen, wegen ein paar Jahren Knast? Ist ja ein Witz. Kam das jemals für dich irgendwie in Frage, auszusagen, für deinen Vorteil? Eigentlich nein, oder? Nee, natürlich nicht, bist du wahnsinnig. Nee, das ist so mein Ding. Weißt du, ich habe mich in frühester Kindheit, habe ich für mich entschieden, ich will nach Regeln leben und diese besagen auch, niemanden zu verraten, ganz einfach, oder? Nee, das kommt für mich nicht in Frage, oder? Hm. Überhaupt nicht, da habe ich nie drüber nachgedacht, oder? Obwohl, wenn sie mir Geld geboten, das war ein Scherz, Mann. Okay, wie ging es dann weiter in Haft? Weil es gab ja dann große Schlagzeilen, in deinem Buch schreibst du auch darüber, dass es gab die Überschrift, ich glaube, die Bildzeitung war es auch. Ja, es gab dann, ich weiß, was du meinst, oder? Es gab die Überschrift, da wurde dann getitelt, oder? Gesetz des Schweigens gebrochen, Bandido-Boss packt aus. Genau. Das war die Überschrift, oder? Genau, und das hat für Verwirrung gesorgt, weil du ja der Bandido-Boss warst. Genau, das war die Verwirrung. Was heißt Verwirrung? Das hat immer öfter mal zum ohrfeige Tango geführt, oder? Knast, oder? Und zwar lief das auch wie folgt, das läuft ab. Du läufst im Hof als Gefangener, oben sind die Gefangene in der Häuser, in der Hafthäuser drinnen. Und wenn dann neue gekommen sind vom Transport, dann habe die natürlich gefragt, gibt es hier irgendwelche wichtige Leute? Das ist nun mal im Gefängnis so, also so kenne ich das halt, oder aus meiner Haftseite. Und dann hat ein anderer Gefangener, der mit dem gesprochen hat, gesagt, ja, da unten, das ist der ehemalige Boss von den Bandidos, oder? Ah, dann ist ja der Anscheißer. So ging das los, so hat der Streit angefangen, weißt du? Mhm. Dann wurde mir das natürlich zugetragen, dass der das behauptet hat. Dann bin ich da hingegangen, habe dem den Schädel eingeschlagen, in seiner Zelle auf dem Gang oder in der Dusche drin, das war mir ja scheißegal. Habe dann meine komplette Unterlage genommen, meine Akte, was ich ja immer bei mir im Haft dabei gehabt habe, habe die Leute gezwungen, das alles durchzulesen. Da habe die dann 3-4 Tage Zeit gehabt, das haben die dann auch geschafft. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht, oder? War auf jeden Fall gute Leser, oder? Und dann habe ich sie höflich darum gebeten, also eigentlich war es schon mehr unter Druck, massivster Druck, habe ich gesagt, so du Fotze, oder jetzt wirst du genau mit dem gleichen Engagement, wie du hier rumgerannt bist und erzählt hast, dass ich angeschissen hätte, du Fotze, wirst du jetzt hier im Knast erzählen, dass es ein Missverständnis war, dass du Scheiße gebaut hast, dass es der Vizepräsident war. Weil das steht ja auch, wenn man den Text gelesen hätte, da steht ja dann drin, Ex-Vizepräsident, denn der Name, oder, von der Fotze, oder, belastet seinen früheren Rockerboss Janis E. Schwer. So, genau, ja. Wenn man den ganzen Artikel gelesen hat, dann weiß man, richtig, dass genau, du der... Richtig, genau. Und da war ich natürlich sehr verärgert darüber, oder? Mhm. Dass die Leute sowas erzählen. Oder? War aber dann wahrscheinlich nach der Aktion geklärt. Hat sich keiner mehr für den Anscheißer dort gehalten. Es gab hin und wieder mal neue Gefangene über die Jahre hinweg, natürlich. Mhm. Und hat dann auch diesen Artikel noch im Kopf gehabt, aber halt nur diese Überschrift, oder? Und dann muss man auch dem einen körperlichen Verweis zukommen lassen, ist klar. Ja, also. Ja, wie ging es weiter dann in Haft für dich? Du
Ja, was heißt, wie ging es weiter? Es ging Stillstand. Die ersten 4 Jahre durfte ich zum Beispiel gar nichts arbeiten. Ich bin dann mittlerweile verurteilt worden. Ich habe einen Strafzusammenzug gehabt. Ich habe insgesamt 6,5 Jahre gehabt. Hab mich dann. Alles aufgrund der Aussage von. Von dem Schwanzspieler, ja. Von dem und da ist noch mal einer, aber das ist ja noch so eine Fotze, der ist ja unwichtig, oder? Von den 2 Typen, ja. Und dann. Ja, die ersten 4 Jahre durfte ich überhaupt nichts arbeiten. Ich war eigentlich bemüht, durchgehend Arbeit zu bekommen, weil ich wollte raus aus der Zelle. Ich habe die ersten 5 Monate Absonderung gehabt, verstehst du? Über 5 Monate Absonderung. Warum? Was weiß ich, weil die gedacht haben, ich wäre ein aggressiver Typ. Keine Ahnung. Konnte ich mir heute erklären, oder? Auf jeden Fall. Dann habe ich mitgekriegt, dass andere Gefangene, also Speichellecker von diversen Bullen, oder, die durften raus aus der Zelle. Dann habe ich angefangen, Briefe zu schreiben. Habe ich mich belesen, was meine Rechte sind in Haft. Also das Justizvollzugsgesetzbuch habe ich gelesen. Dann habe ich Briefe angefangen zu schreiben ans Justizministerium. Habe mich darüber beschwert. Ja, habe ich gemacht, natürlich gegen die Bullen. Das war mir ja scheißegal. Habe dann angefangen, weitere Gefangene zu animieren, dass die mit mir schreiben. Und so sind wir tatsächlich nach 2 Jahren, haben wir es denn tatsächlich geschafft, dass wir mal Aufschluss kriegen. Zwar nur von morgens um 9:30 bis um 11, das war schon mal 1,5 Stunden, aber es war schon okay. Aber ich habe gemerkt, es bewegt sich was. Du brauchst halt die Mühlen der Justiz, die arbeiten natürlich langsam, oder? Mhm. Aber es hat sich was bewegt, oder? Mhm. Ich wollte dann immer wieder arbeiten, das hat nicht funktioniert. Jeder Crystal Junkie, oder, der hat sofort einen Job gekriegt, oder jeder Kinder oder so ein Dreckpack. Die haben Jobs gekriegt, ich hinter, oder? War keine Stelle frei. Und dann wurde mir halt auch gesagt, ich wollte dann in der Küche zum Beispiel arbeiten. Das ging dann nicht, weil es geheißen hat, das liege Messer, da könnte einen wegstechen. Oder ich wollte in Schlosserei runter. Ich bin ja Maschinenbaumechaniker gelernte, mit Gesellebrief. Da haben sie gesagt, nee, das geht heute, das sind hier Schraubenzieher oder in Schreinerei. Schraubenzieher, da könnte einem Schraubenzieher abstechen. Oder? Das heißt, die haben sich erstmal 4 Jahre komplett auf Stillstand gelegt. Genau. Ja. Und dann gab es Gefangene, die waren so freundlich, so sozial eingestellt, dass die mich versorgt haben, oder? Mit Tabak, mit Essen, mit Lebensmitteln und so. Da haben sich die Bulle natürlich immer gefragt, wie hatten der die Zelle komplett voll? Der kriegt ja nur Taschengeld, ja, oder? Dann habe ich natürlich den Gefangenen zum Teil einen Gefallen gemacht, wenn ich mal mit einem anderen Gefangenen gesprochen habe, wo dem auf die Schnauze gehört, lass doch den in Ruhe, es geht nicht und so. Hast vermittelt im Endeffekt? Ja. Ein Staatsanwalt wird es Schutzgelderpressung nennen, oder? Aber ich sag mal, es war ein Geben und Nehmen, oder? Ja. Du hast schon erzählt, das ist ein ehemaliger, also du warst im Osten im Knast. Oder? Ja, das war ein Stasi-Knast. Ja. Ich war aber auch im Westen. Ich kenne also Ravensburg, Rotteburg, Heimsheim, Mannheim bin ich ja gesessen. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu der DDR, oder? Kannst du uns so sagen, was da genau der Unterschied ist? Weil es ist ja auch nicht ewig her, dass du gesessen hast. Da gibt es einiges an Unterschieden. Ja. Zum Beispiel, Honecker war ja bekanntlich ein Verbrecher, oder, vom Gesetz. Und in dem Knast, wo ich zum Schluss gesessen bin, da wurdest du in der Größe mit Bildern vom Honecker noch konfrontiert. Also zum Beispiel war da auch so eine Geschichte, die Gefangene, es gibt ja GMV-Sprecher, jeder, der im Gefangene-Sprecher sind das. Mhm. Der ganze Knast hat mich gewählt. Die Anstaltsleitung hat gesagt, nee, der kann man heute aufstellen, ja, als Gefangener-Sprecher. Das ist kein Scherz, oder? Ich hätte die Leute bedroht und gezwungen dazu, meinen Namen hinzuschreiben, oder? Das stimmt aber nicht, oder? Dann habe die das gesagt, das akzeptieren wir nicht, oder? Dann war wieder eine Wahl, dann haben die wieder mich gewählt, oder? Dann musste sie mich ja akzeptieren, oder? Und da habe ich dann richtig Bambule gemacht, weil ich immer wieder für die Rechte aller Gefangenen gekämpft. Das mache ich im Ernst. Es ging nicht um meine Rechte, es ging darum, für die anderen Gefangenen das Gleiche zu machen, oder? Mhm. Also, ja, da war ein Bulle da, Katastrophe, oder? Katastrophal, oder? Mhm. Da wirst du noch angezeigt, wenn du irgendwelche Kinderschänder aufs Maul hast. Da bin ich mal zu einem Kinderschänder reingelaufen und habe höflich nach seinem Haftbefehl gefragt. Den hatte er dabei, dann ist der irgendwie blöd ausgerutscht. Verstehst du? Ich habe die Anzeige gekriegt. Also ich habe da noch 5 Anzeigen dazu gekriegt, oder? Ja, kannst du noch so irgendwie, was ist so der Unterschied zwischen den Wärtern? Ist da auch ein Unterschied? Oder den Sozialpädagogen, Therapeuten, was auch immer, so dem ganzen Bediensteten? Mich habe sie extrem gefickt, das sage ich, da habe ich ja natürlich auch Bulle kennengelernt, die waren wirklich okay, oder? Die haben auch gesagt, die haben noch nie erlebt, wie die Anstaltsleitung mit einem Gefangenen so umgeht, wie mit mir, mit nicht arbeiten dürfen und alles mögliche, lauter solche Schikane. Die sind es einfach nicht gewohnt gewesen, dass ein Gefangener hinsteht und sich aufstellt und sich gegen die Anstalt auflehnt. Was heißt auflehnen? Das hat ja nichts mit Auflehnen zu tun. Ich habe einfach gewusst, ich habe Rechte, nachdem ich das Strafvollzugsgesetzbuch gelesen habe, wusste ich, ich habe Rechte und die wollte ich einfach einfordern. Verstehst du? Und so habe ich es gemacht. Und da, das konnte der, also ich sehe das so, der kannte das so, die kannte das nicht, die waren das einfach gewohnt, dass die Gefangenen das Maul halten und fertig. Aber das geht mit mir halt nicht, oder?
Und deswegen habe ich mich stets und ständig da versucht, mit Schreiben an den Thüringer Landtag und ans Justizministerium dagegen zu wehren. So einfach geht das. So habe ich das gemacht. Und dann habe ich natürlich viele Gefangene auf meine Seite gebracht, die das Gleiche dann gemacht haben. Und nur so haben wir ja was bewirkt. Aber das fängt auch schon beim Fresser an, ganz im Ernst. Also ich war in Heimsheim gesessen, in Rotteburg. Du kriegst so gut wie jeden Tag zum Beispiel grüne Salat. Das mag jetzt für einen Außenstehenden, der noch nie in Haft war, nicht viel sein, dass es normal ist. Da drüben im Oster habe ich zweimal, das ist kein Scherz, zweimal grüner Salat gehabt, oder? Und das war der wurde gebracht in den Alubehälter, oder ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt da, oder? Da war Wasser drin, und es waren zwei so Kräuterbeutel reingewerfen und da hat der Salat reingeworfen. Das war das einzige Stück. Und ansonsten hast du da halt ein Stück Gurke gekriegt oder so, ein Quatsch, oder? Oder Tomate. Ach, das ist auch, sozialer Dienst. Zu mir hat eine Ärztin gesagt, das ist kein Scherz, die hat wortwörtlich gesagt, wir sind nicht hier, um sie gesund zu pflegen, wir sind hier, um sie am Leben zu erhalten. Alter, das kann doch jetzt sein, sowas. Habe ich gedacht, da stimmt doch, da läuft doch irgendwas schief, oder? Aber wie gesagt, es gab auch dort wirklich Bullen, oder? Die haben da mal weggeguckt, oder? Zu mir hat mal ein Bulle gesagt, Janis, uns ist das scheißegal, was du machst, aber wenn die Augen hier runterhängen, hat er wirklich gesagt, dann müssen wir einschreiten, oder? Also habe ich geguckt, dass da keine Augen raushingen, oder? Aber die komplette Haftzeit so für dich, wie würdest du die zurückblickend, wie würdest du die beschreiben? Ganz ehrlich, das ging ruckzuck vorbei. Ich habe das bis zum letzten Tag abgesessen und ich sage das Ganze, jetzt hört sich jetzt großkotzig oder sonst irgendwas an, aber es ging wirklich schnell vorbei, oder? Es ging wirklich, zum Beispiel, ich habe 2/3 Halbstrafanhörung gehabt und auch 2/3 Anhörung. Da sagt mein Anwalt, du musst sagen, dass du da bei deiner Schwester wohnen kannst. Da sage ich, das stimmt doch gerade. Das sage ich dann auch nicht, oder? Dann sagt die zu mir, dann kann ich sie auch mit rauslassen. Ich sage, ist mir doch scheißegal. Besorgen sie mir eine Wohnung, oder? Ach, das ist... Das heißt, du hast im Endeffekt dann auch bis zur Endstrafe... Ja, bis zum letzten Tag musst du alles absitzen. Genau. Und du hast schon beschrieben, du hast dich in Haft mit dem Justiz... Mit welchem Buch? Paragrafenbuch? Strafvollzugsgesetzbuch, genau. Beschäftigt, du hast... Ich musste meine Rechte kennen, weißt du, ich war jetzt nie so ein Typ, wo sagt, du, ich setze mich jetzt da die 6,5 Jahre rein und warte, bis die vorbei sind. Nein, ich wollte ja mich weiterentwickeln, ich wollte ja zum Beispiel auch Ausbildungen machen, ich wollte Koch oder Schreiner lernen, aber beides wurde mir verwehrt. Dann wollte ich natürlich wissen, was habe ich für Rechte hier drin, und wenn ich hier leben muss, dann will ich natürlich auch meine Rechte kennen, das ist ja klar, oder? Ich habe jetzt nicht gedacht, ich will einfach nur stumpf in der Zelle drin sitzen oder sonst irgendwas. Ich habe dann auch mehrere Bücher gelesen, ich habe viele Sachen gelesen. Ich habe jetzt nicht nur Strafvollzugsgesetzbuch gelesen, ich habe andere Bücher auch gelesen. Ich habe mich einfach belesen, ich wollte mich weiterbilden. Weißt? Hast du auch selber dein Buch angefangen zu schreiben? Genau, und dann habe ich angefangen, mein eigenes Buch zu schreiben. Und da sind natürlich auch viele gegen das Bundesland Thüringen beziehungsweise gegen die Justiz von Thüringen Sache drin gestanden. Und wenn ich Zellekontrolle gehabt habe, und das habe ich nun öfters gehabt, oder? Anfangs wirklich alle zweimal in der Woche oder sonst irgendeine Scheiße und dann mindestens einmal in der Woche, lauter so ein Dreck. Und dann sind die Unterlagen halt einfach verschwunden gewesen. Natürlich wird da jetzt keiner hinstehen und sagen, ja, das stimmt alles. Nee, aber es war so. Da fehlt dann die Unterlage. Das sehen sie nämlich nicht so gern, weißt du? Wenn du gegen die Anstaltsleitung beziehungsweise gegen dieses, ich nenne es Regime, schreibst, oder? Dann habe ich gedacht, dann lecke mich am Arsch, Fotze. Ich schreibe dann draußen fertig, oder? Und da habe ich dann angefangen, so umzudenken, weißt du? Habe ich gedacht, du, wenn ich rauskomme, oder, dann, ich liebe schon immer Tiere und Kinder. Und ich, für mich war immer klar, ich will irgendwas für Tiere machen, oder? Also ein Gnadenhof. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt versuche ich das mit dem Buch, oder? Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Also war das auch so irgendwo der Antrieb für dich, das Buch zu schreiben? Der Antrieb für mich, das Buch zu schreiben, war Aufklärungsarbeit zu leisten, oder? Das hat aber nichts mit der Rocker-Szene zu tun, die ist nicht verkehrt, oder? Ja. Die wird einfach nur verkehrt dargestellt. Ja. So sehe ich das. Ja. Aber es gibt Leute, die sind einfach nicht geschaffen für sowas, oder? Und dann sollen die sich besser überlegen, will ich sowas machen oder aber auch nicht, oder? Das hat aber auch nichts mit Kriminalität von Rocker-Szene, wie das groß suggeriert wird übers Fernsehen. Also das ist für mich auch ein totaler Schwachsinn, aber das ist halt, ja, Bild-Zeitung oder was weiß ich, wie die ganze Scheiße heißt da, oder? Ich habe für mich entschieden, du, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, oder? Ich möchte irgendwas wirklich Sinnvolles machen, wo mein Herz auch richtig dabei ist, oder? Das andere war auch gut, oder? Aber jetzt kommt eine andere Phase meines Lebens, oder? Ich will für Tiere was machen und das in Verbindung mit benachteiligten Kindern zum Beispiel, oder? Sowas wäre für mich schön. Das wäre für mich ein Traum. Habe ich aber auch in meinem Buch detailliert. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Also das zieht sich auf jeden Fall wie einen roten Faden durch dein Leben auch und auch durch dein Buch, die Tierliebe.
schon immer gewesen, so von klein auf. Genau, ich das, ja, du bist ja hier auch auf dem Cover mit deinem Hund. Mit meinem verstorbenen Hund, ja. Mit deinem verstorbenen Hund abgebildet. Auch dein Instagram-Name, den wir auch an der Stelle nochmal einblenden werden, beinhaltet dann den Namen von deinen zwei verstorbenen Hunden. Eigentlich sind es vier, oder? Ja, also aber der die, Name, Name sind zwei, ja, das sind genau. Von zwei, ja. Genau, ja, und das ist der rote Faden in deinem Leben einfach. Diese Tierliebe. Genau, das war schon immer das so. Das Positive, was ich, was man so, wenn, wenn man das ganze Leben und die ganzen Geschehnisse zusammen auf einen Haufen wirft, dann fällt auf jeden Fall positiv auf, dass du tierlieb bist und auch einen Gerechtigkeitssinn hast. Eben, wo, wie du gesagt hast, keine Kinderschänder, keine... Genau. Also einfach keine Gewalt an Schwächere und so weiter. Genau. Und ja, deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr respektabel. Vielen Dank. Dass du, dass bei dir ein Umdenken stattgefunden hast. Und wir hatten ja auch lange Vorgespräche. Also ich glaube, ich kaufe dir das auch zu 100% ab, so dieses Umdenken. Ich meine es auch, schon jemand, genau. Der mich kennt, wirklich kennt, der weiß auch, dass das die Wahrheit ist. Oder? Also genau. Das erzähle ich jetzt nicht einfach, um irgendwas schön zu reden. Oder ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe viel abzubüßen, das weiß ich alles. Ich bete auch jeden Tag, das weiß auch jeder. Ich bete zweimal am Tag, das ist kein Scherz. Auch immer für meine verstorbenen Hunde noch tatsächlich, jeden Tag. Ja, ich will das unbedingt machen mit dem Gnadenhof. Oder? Das wäre eigentlich mein Traum, irgendwann oder auf meinem eigenen Gnadenhof zu sitzen, so Gott will, noch eine Frau kennenzulernen, Kinder zu haben, weil ich liebe auch Kinder über alles, oder? Das wäre so mein Traum, oder? So stelle ich mir das vor. Da würde ich mich sehen in 5 bis 10 Jahren, oder? Genau, alles klar. Ja, das hört sich auf jeden Fall für mich nach einem sehr schönen Traum an. Ein Traum, der auch positiv zu der Gesellschaft beiträgt. Ich denke auch, dass der auch zu verwirklichen ist, oder? Ja, da gehe ich von aus, ja, hoffe ich doch mal. An der Stelle, Freunde, wenn ihr dem Traum oder auch Jannis unterstützen wollt bei seinem Traum oder bei seinem Vorhaben oder auch wenn euch einfach nur das Leben detaillierter interessiert, wie gesagt, wir konnten das alles nur oberflächlich anschneiden, wir haben auch schon in den Vorgesprächen gefühlt 10 Stunden geredet und sind nicht mal zu 1% durchgekommen mit deiner Lebensgeschichte. Deswegen wirklich, Freunde, holt euch das Buch, es lohnt sich. Wie gesagt, ihr könnt es auch nochmal gewinnen, wenn ihr zu geizig seid, diesen 20 zu zahlen. Aber den hat eigentlich jeder. Das sind aber die 20 Euro, das sind 21,60 Euro. 21,60 Euro, genau. Wie gesagt, was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Anfang vom Video. Um Jannis zu unterstützen, kauft das Buch auf Amazon, folgt ihm auf Instagram. Ihr könnt ihm auch gerne eine Nachricht dazu kommen lassen. Die liest er vielleicht auch. Die liest er sicher. Ja, ja, lässt er sich zeigen, wie man sie liest. Ja, gut, damit sowas kenne ich mich noch nicht so. Ja, ja, das kriegen wir aber hin, dass die Nachrichten dich erreichen. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit. Danke für das Gespräch, danke für deine Zeit. Ja. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich auch dafür recht herzlich, oder dass du jetzt doch noch meinen Alter angesprochen hast, dass ich so ein wenig ein älteres, veraltetes Modell bin, was Internet und so ein Scheiß. Ach was, nein, du bist ja lange gesessen, daran liegt es ja. Weißt du? Ach so, okay. Genau, danke schön für deine Zeit. War ein sehr, sehr geiles Gespräch. Fand ich auch wirklich geil. Hey, was wir noch sagen können an der Stelle, Klamotten. Ah genau, das mache ich auch noch. Ja, ich habe noch ein eigenes Modelabel entworfen, ja, das stimmt, ja. Klamotten kommen noch, Klamotten werden noch kommen, sind jetzt bis jetzt noch nicht draußen. Aber wirklich qualitativ hochwertig, oder? Kein Schrott, oder? Genau, werden wir dann auch, wenn es soweit ist, bei uns über die Seite... Und auch das wieder in Verbindung mit meinem Hund hier, oder? Also die Firma heißt Jancha, J-A-N-C-H-A, Jannis Jato. So. Also alles ist in Verbindung mit meinen Tieren, oder? So schließt sich der Kreis. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich.